Tony D'Orazio steht jetzt auf meiner Abschlussliste. Zu dem fahre ich schnell rüber. Und dann geht's in das Hotel. In die Hotelmission, die einen oder anderen von euch wahrscheinlich schon als Demo-Video mal gesehen haben. Aber nicht so schlimm. Trotzdem cool. Oh mein Gott, er fährt im Kreisverkehr falsch rum. Und jetzt soll ich erstmal... Die Karre ist zu lahm. Diese Typen sind wie die neuen Nazis. Diese Scheißbullen mit ihren Scheißstiefeln und Waffen. Jetzt hier erstmal quatschen und danach dann zum Hotel. Steig ein. Ich habe Infos. Mit welchen Mitteln kamen Sie an Tony D'Orazio ran? Ich hatte in dem ganzen Laden Wanzen und Mikrofone platziert. Als der Verrückte das Hotel verließ wegen dem Deal, habe ich mitgehört. Tony, wusste gar nicht, dass du heute kommst. Wie geht's? Packe gerade das Geld für euch ein. Wie lange bist du jetzt in diesem Business, Joe? Ich weiß nicht. 5, 6 Jahre? 5 Jahre, 3 Monate und 18 Tage. Hm, die ist abgelaufen. Hör zu, ich weiß, ich bin spät dran, aber das ist nicht mein Fehler. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Ordnung. Wenn man die Ordnung vernachlässigt, macht sich Unordnung breit und zerstört alles, was man im Leben erreicht hat. Dann hilft nur noch, sie zu isolieren und auszumerzen, bevor es zu spät ist. Du verstehst, Joe? Sicher, Tony, aber hör mir mal zu. Irgendein Knallkopf schießt dir alle über den Haufen. Weißt du, wie viele er schon gekillt hat? Ja. Dominic, richtig? Du nimmst den gepanzerten Wagen und sorgst persönlich dafür, dass alles uns geschuldete Geld eingetrieben wird. War das klar und deutlich? Ja, Mr. D'Orazio. Sobald du alles beisammen hast, lieferst du es direkt bei mir im Hotel ab. Der Code für den Lift ist 0451. Von da an hat der Lincoln 2 Optionen. Den Liftcode benutzen, um in die Lobby zu fahren, was in einer Mordsschießerei enden würde. Oder Dominics Auto klauen und sich reinschleichen durch das Parkhaus des Hotels. Ich will das mit den Barres machen. Im Hotel geben sie mir keine mehr. Parkhaus, Parkhaus, Parkhaus. Ach, nehmen wir mal. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Also, stehe Dominics Auto oder in die Lobby. Aber wir wollen das Auto Jimmy stehlen. Hat gemeint, wenn du jede Nacht singst, so wie er ist dein Wagen, Boss. Ich weiß, das zu schätzen. Zumindest den Anfang von der Mission mache ich immer sehr gerne erst noch schleichend. Was dann völlig schief läuft und im Chaos endet. Aber das ist ja ein ganz anderes Ding. Hinten in der Straße war ich auch schon mal. Eine Weile her. Was dauert denn da so lange? Ich gebe ihm 1 Monat. Was dauert das so lange? Warum flüsterst du? Bis Tony Dominic erledigt. Du spinnst doch völlig, Mann. Das dauert 6 Monate. Mindestens. Ich habe Joe lange nicht mehr gesehen. Hat wohl gekündigt. Haben wir das mitbekommen? Das war auf jeden Fall schon mal Dominic.
Hier gibt's noch Medikamente. Medikamente, Medikamente. Danke. Danke. Sieh mal an, was ich genossen habe. Ich würde behaupten wollen, das war so halb unauffällig. Oh, da vorne ist das Hotel. Sehr schön. Geil ist, dass es ähnlich läuft gerade wie die Hotelmission in Mafia 2. Ist tot, Junge. Tot. Ach so, das hat schon wieder gereicht, um sie auf mich aufmerksam zu machen. Na schön, so viel zum Schleichen. Aber wir haben ja den Anfang der Mission geschickt. Ich mach dich alle, Junge! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Das reicht. Hier! Hier drüben! Geh um ihn rum! In Position! Lass es uns zu Ende bringen! Verdammt! Brauchst du den ganzen Tag? Komm und töte mich! Schön, dich zu treffen. Ja, schön auch dich zu treffen. Doch ganz gut. Jetzt bräuchte ich bloß noch ein bisschen Schutzweste und dann ja, alles gut. Aber ich glaube, oben habe ich nochmal eine Chance zum Schleichen. Man hat mir erzählt, dass irgendein Dreckskerl rumrennt und unser ganzes Zeug in Stücke haut. Ich will wissen, was zum Teufel da los ist. Hast du gehört? Die Lautstärke war ausreichend, danke. Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen. Ich habe alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9 bis zu Hals. Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Shell sind diese Penner scheißegal. Das Einzige, was ihn interessiert, sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Verstanden? Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlasse mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Auf Wiederhören. Oh, clever. Wir steigen eine Etage früher aus. Sehr gut. Nimm den Rest des Tages frei. Okay, die Sache ist die, Abgeordnete. Als Mr. De... Scheiße. Jetzt gleich? Okay, pass auf, du folgst ihnen jetzt. Sieh zu, dass du das Foto machst, wenn sie gerade dabei sind. Und dann schaff dein Arsch wieder hierher. Ja, 100, wie abgemacht. Mr. D'Orazio bietet noch einen $50-Bonus für jedes Bild, auf dem das Gesicht des Abgeordneten zu sehen ist. Okay, du auch. Jetzt mach los. Geil. Okay, und was ist damit?
Ich weiß, dass der Hurensohn schon seit 64 tot ist. Vergiss es. Aber er ist tot. Und er hatte Schulden. Oder jemand anderes hatte welche bei ihm. Egal. Mit Mr. D'Orazio ist man niemals quitt. Also vergiss es. Ey, wie viel Medizin krieg ich denn hier? Ist ja super. Ich bleib mal bei der Shotgun. Nein. Genau. Nein, mach dir keine Sorgen wegen dem Startdatum. Darum kümmert sich dann Mr. D'Orazio. Du. Nein, sorg dafür, dass die Rechnungen übereinstimmen. Der Boss will die Bücher für Onkel Sam bis Freitag sehen. Und unsere Bücher dann am nächsten Montag. Ja. Sorry, Kollege. Voll die Überwachungsanlage. Ob ich jetzt noch oben die schusssichere Weste kriege, ohne dass es jemand merkt? Dann sind wir aber im Geschäft. Auch schön hier. Hat seine Hoheit uns heute schon mit seiner Anwesenheit beehrt? Noch nicht. Lass dich von ihm lieber nicht mit der Zigarette hier drin erwischen. Was läuft denn da für ein Filmchen? Ein paar Gymnastikübungen. Shit. Ich mache hier drüben weiter. Was zum... Deine Zeit Sieh ist... Sieh mal an, was Mann, ich Mann, gefunden Mann. Habe. Dann alle! Lasst mir was übrig! Ich bin getroffen! Dass wir ein bisschen Heilung gekriegt haben. Scheiße, er macht uns alle fertig. Molotow im Anflug. Das, was von dir übrig bleibt. Der Witz. So viel zu meinen schön gewonnenen Health Packs. Wo ist die scheiß Weste? Ah, hin. Will ich die Waffe haben? Nö, oder? Ich bleib bei meiner Pistole. Ach, der hat's aber schon schön hier. So ist nicht. Das mag, wenn die Level so detailreich und realistisch bauen, also so ein Gegenwartsspielen. Das hat mir aber an Max Payne immer so gut gefallen. Achso, wir hier draußen haben nichts mitbekommen, oder was? Naja. Da muss es wohl so laufen. Geil. Hübscher Ausblick hier. Kann man mal nix sagen. Schöne, also er hat einfach schöne Sachen, muss man einfach sagen. Schöne Wohnung, schöne Kunst. Und gleich bestimmt auch einen schönen Tod. Du bist ganz schön dreist. Dreckige Promenadenmischung. Hohoho! Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast meine Geschäfte sehr in Unordnung gebracht. Hast du eine Ahnung, was du mich gekostet hast? Glaub mir, du wirst die Rechnung für das bezahlen, was du getan hast. Auf Wiedersehen. Na, wie vertragen wir? Zu viel.
Hallo, Tony. Hier kurz ein Geld. Glaubst du allen Ernstes, das, was du hier machst, ändert irgendwas? Idiot! Nur zu! Töte mich! Morgen schon kommt ein anderer für mich. Kein Mensch wird das überhaupt mitkriegen. Da irrst du dich. Jeder wird's mitkriegen. Ouch. In den Straßen unserer schönen Stadt tobt ein Krieg. Ein Schütze stürmte ins Royal Hotel und erschoss eine Unzahl wehrloser Menschen. Da war ein lautes Krachen, wie wenn eine Bombe hochgeht. Ich schaute hoch und dann sah ich einen Mann, der fiel von ganz oben aus dem Gebäude. Dann kamen lauter Männer angerannt und die waren alle bewaffnet. Sie rannten ins Royal und dann fing die Schießerei an. Keine Ahnung, wie Lincoln aus dem Hotel rausgekommen ist. Jetzt muss man hier noch rauskommen. Scheiße. Das kann Tony nicht überlebt haben. Ruhe! Wer immer ich krieg dich, Kleiner! Gut, es bis hier oben zu schaffen. Aber hier wieder rauszukommen, ist eine ganz andere Nummer. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachnahme. Halt diesen Wichser in Schach! Geht um ihn herum, solange er nicht weg kann! Wo? Ich geh in Deckung. Werfe dir von der anderen Seite vor! Oh. Nur noch zwei. Los geht's. Sag dem Arsch. Kollegen, ich komme. Ich kann sagen, ich komme jetzt zu euch runter. Ich sehe schon, ihr kommt hoch. Ach so, nee. So viel Blut. Seht euch all das Blut an. Ich hoffe, ihr fährt jetzt runter in die Tiefgarage. Versucht's nicht durch die Lobby. Zielt weiter auf diesen verdammten Fahrstuhl! Los, ja, versucht's durch die Lobby. Wird etwas rücksichtsvoller, ja? Wie geht's dir, Süße? Wieso hat dieser Mann eine Waffe? Ist das eine echte? Pump ihn voll Blei! Verfluchter Molotow! Andererseits geil, dass es nochmal durch die Lobby geht. Vielleicht wäre es, wenn man andersrum gespielt hätte, genau andersrum gelaufen, dass man durchs Parkhaus geflohen wäre. Wäre eigentlich ein schönes kleines Detail gewesen. Ich mach dich fix und alle! Schafft ihn mir, erschießt! Ich gehört euch, Jungs! Boah, wie viele Zivilisten jetzt hier rumrennen. Brenn, du Wichser! Nein. Jetzt brennt es richtig! Lass mich nicht zu sterben. Weg hier! Schnell! Los geht's! Die gucken halt alle in die falsche Richtung. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Versuchen wir es mal da drüben. Werdet ihr denn bitte eine von uns auf- und abstolzieren sehen? Weg hier! Schnell! Ich geh da mal. Ihr habt mich gar nicht gesehen. So. Du. Vorne sind welche, da komme ich nicht um die Ecke rum. Steht da schon so verdächtig im Hauseingang. Vielleicht geht's hier hinten durch. Gut aus. Sieht gut aus. Und da schafft er es weg. Wahnsinn. Geile Mission. Easy peasy, aber geil. Guck
Komm ruhig rein. Wir sind nur ein klein wenig am Plaudern. Tony D'Orazio hat gerade vor dem Royal das Pflaster geküsst. Die Innenstadt gehört uns. Kavar Construction, die falschen Baustellen, das Imperial, die ganzen Schlappschwänze, die dem Mob Geld schulden, alles unser. Dass ich dieses Viertel klar machen soll, heißt für mich, dass ich es auch kriege. Bisher habe ich schließlich nur River Row. Da ist Platz nach oben. Zu sagen, ich drehe Däumchen, wäre eine glatte Untertreibung. Ich habe keine Ahnung, was du dir so denkst, aber mir geht langsam die Geduld aus. Wir Haitianer haben jetzt in dieser Stadt das Sagen. Und das macht sie wirklich schöner. Auch diesem Bezirk würde ein bisschen haitianische Schönheit gut stehen. Wer soll's denn nun sein? Tokrex. Vito ist der Mann für diese Gegend. So habe ich mir das vorgestellt. Bin ich nur dabei, weil ich so gut aussehe? Im Moment fällt mir nämlich sonst kein verdammter Grund ein, wieso ich hier blöd rumsitze. Sind wir hier endlich fertig? Das war's. Reicht erstmal. So, Berg, jetzt heul nicht rum. Den nächsten Stadtbezirk kriegst du. Und dann bringst du mir bei, wie man lautlos Autos knallt. Die Polizei weitet die Suche nach dem männlichen Schwarzen, der für das Massaker im Royal Hotel verantwortlich sein soll, aus. Der Verdächtige ist ca. 1,91 Meter groß, bewaffnet und sehr gefährlich. Du hast Tony vom Dach des Royal Hotel geworfen? Ah, stimmt nicht. Es war sein Penthouse-Fenster. Du hattest schon immer einen Hang zum Dramatischen. Tonys Buchhaltung. Die letzten paar Seiten sind sehr interessant. Hast du eine Ahnung, was US5CJ heißt? Moment mal. Heilige Scheiße. Warum verschenkt Lou 10 Riesen an ein Bordell und dieselbe Summe an eine Drogenhöhle? Greco hat Scaletta und mir erzählt, dass Marcano ein Vermögen ausgibt, damit Glücksspiel endlich legalisiert wird. Und wen sollte man da schlauerweise an seiner Seite haben? Natürlich einen Richter vom 5. Berufungsgericht, US5CJ. Exakt. Es gibt über 20 Richter in der Kammer. Jeder kommt in Frage. Ein Typ wie der, um den es hier geht, lässt sich normalerweise nicht ins Handwerk pfuschen. Ich klappe mal die Adressen ab, die hier drin stehen. Dann kriegt er Panik und bittet Lou um Hilfe. Und so kriegen wir raus, wer es ist. Lass das Abhörgerät laufen. Schalte ich nie aus. So, ich habe einen Gefallen verdient und, wenn ich das jetzt richtig sehe, neues Auto. Was ist denn das? Der hier, gepanzerter Majestic. So, jetzt kommt der nächste, der wieder genauso läuft. Es wird nicht einfach. Lou ist nicht nur ein influenzieller Bürgermeister. Das Ranch World bringt auch Unmengen an Profit ein und hat unschätzbare politische Verbindungen. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Hollow schicken würdest? Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Storyauftrag freigeschaltet. Sex. Das ist alles irgendwie Zeug hier oben. Ah, nee, okay, das ist dann der nächste Bezug. Ach, okay, passt. Da, in dem Ding war ich schon mal drin. Aus Versehen. Bin durch den Level quasi durchgelaufen. Hab schon ein paar Leute da umgebracht. Ach ja, das ist ja gut. Okay, also der Bezirk steht an, der Bezirk steht wieder an. Na gut, einer wird dann, sobald wir den hier erledigt haben, wird hier noch irgendwie einer. Könnte der hier sein, oder? Oben ist tatsächlich nur noch ein Gebiet. Na gut, dann würde ich mal sagen... Nächste Folge machen wir hier hinten Klarschiff, im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier ist ja der Hafen. Und schauen mal, dass es da weitergeht. Also, bis denn. Das ist eine große Hilfe.